Hey Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars, für die Leute, die mich noch nicht kennen. Es geht heute um ein Review oder ein Feedback zu dem Bike Conway EWME, da hinten steht's. Ich bin das Teil jetzt 2000 Kilometer gefahren und möchte hier mit euch meine Erfahrungswerte mit euch teilen. Und ja, dieses Teil ist wirklich ein Geheimtipp. Warum und wieso das hier ein Preis-Leistungs-Hit ist, das erkläre ich euch im Laufe dieses Videos. Also legen wir direkt los und go! Übrigens, der Kanal und meine Wendigkeit wird nicht von Conway gesponsert, deswegen erwartet euch ein ehrliches Feedback zu dem Ganzen. Nach 2000 Kilometern bin ich selbst überrascht. Ich musste nichts wechseln, außer bis jetzt die Laufräder. Diese wurden durch Newman ersetzt. Der EP8 Motor surrt unbeeindruckt jeden Berg hoch. Die vier Kolben gepaart mit 200 Bremsscheiben erledigen solide ihren Job und ankern noch wie am ersten Tag. Das Cockpit des Conway wirkt nicht überladen und hier hatte ich den Originallenker mal durch Carbon getauscht, was ein sehr angenehmes Fahrgefühl wiedergibt. Die Abdeckung des Akkus vom Conway neigt etwas zum Klappern. Diese habe ich mit Panzertape einfach fixiert und es gibt nun keinen Mucks mehr von sich. Die Geometrie des Bikes ist sehr angenehm und ausgewogen. Uphills und Touren sind mit dem E-Enduro kein Problem. Die Geo ist nicht zu aggressiv, dennoch vermittelt es viel Sicherheit bergab. Das Fahrwerk hat mich bis jetzt nicht enttäuscht. Für das Geld war ja klar, was man eigentlich bekommt, aber es ist immerhin noch besser wie eine RockShox 35. Es arbeitet und erledigt seinen Job. Früher oder später werde ich aber hier wohl upgraden. Shimano XT-Schaltung ist nach wie vor ein Arbeitstier. Hier gab es bis jetzt keine Probleme und ich würde es jederzeit wieder so fahren. Kommen wir direkt zum wichtigsten Punkt, die Fahreigenschaften. Was bringt dir der beste Motor und die besten Parts, wenn die allgemeinen Eigenschaften der Geometrie nichts taugen? Hier hat Conway wirklich das beste Mittelmaß getroffen. Sichere Backup-Performance, stabiles Verhalten in den Kurven. Die knapp 25 Kilo sind so gut verteilt, dass man vergisst, dass dieses EMTB zu den Schwergewichten gehört. Ist das Conway EWME Bikepark tauglich? Die Antwort ist schlichtweg ja. Bikehersteller haben so eine nette Tabelle, da werden die Bikes kategorisiert, aufgelistet und was ihr mit diesen Bikes alles machen dürft. Tube zum Beispiel traut ihren Kategorie 5 Bikes eine bedingte Bikepark-Tauglichkeit zu, aber ihr dürft damit nur einen Meter abheben. Naja, also bei Conway jedenfalls geht die Kategorie 5 Party erst ab 0,8 Meter los und soweit ich das verstanden habe, sind euch da nicht wirklich Grenzen gesetzt. Also, let's go! Übrigens, wenn ihr bis hierher geschaut habt, würde ich mich mega über ein Abo und Like freuen. Falls ihr Anliegen und Fragen habt oder paar nette Worte, würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr diese in die Kommentare schreibt. Und jetzt geht's weiter mit Kapitel Nummer 4. Dicker, Shimano EP8 ist Schrott, Alter. Dass der Shimano EP8 Geräusche von sich gibt, ist einfach kein Geheimnis mehr. Das liegt an dieser Entkopplung, die dieser Motor hat. Da will ich auch nichts verschönigen. Allerdings muss ich euch sagen, hatte ich mit den Brose-Motoren in der Vergangenheit so viel Probleme gehabt, dass ich bei der Zuverlässigkeit, die Shimano da mitbringt, das Klappern gerne in Kauf nehme. Übrigens ist die Lautstärke des Klapperns auch sehr rahmenabhängig. Besonders laut wird es allerdings in Carbonrahmen. Da wir hier einen Alurahmen haben, hält es sich wirklich noch an Grenzen. Ansonsten kann man wunderbar seine Freundin den Berg hochziehen. Der EP8 hat genügend Kraft im Boost und sparsam ist er auch. Also ja, also was willst du mehr? Bevor wir dann zum Ende kommen, zeige ich euch noch ein paar Clips, was ich mit dem Bike letztes Jahr so alles angestellt habe und dann ziehen wir ein Fazit und ob ich mir das MTB wiederholen würde. Naja, welche Schwächen ausgebügelt werden müssen, das erwähne ich natürlich auch noch, also dranbleiben.
So, kommen wir nun zum allgemeinen Fazit zum Fahrrad. Ich glaube, das Video ist schon relativ lang gewesen, deswegen machen wir es kurz. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen zusammengefasst in Pros und Kontras nach 2000 Kilometern. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an mit den Pros vom Fahrrad. Punkt Nummer 1, der Preis. Also der Preis ist mittlerweile gesunken auf 3.999 Euro für dieses Modell. Die neueren Modelle mit größerem Akku fangen jetzt mittlerweile mit Preisreduzierung ab 4.200 Euro an. Also ist auf einem Level mit dem Decathlon Stilos, was momentan draußen ist. Und ich glaube mit Cube liegen auch so in dem Preissegment ungefähr. Dann hat das Teil ein solides Fahrwerk, bügelt alles weg. Ihr könnt damit alles springen, alles machen. Fürs Erste reicht's. Und ihr habt ja sowieso mit dem Rahmen eine gute Basis, um hier auch upzugraden. Von daher, dann die Geometrie. Die Geometrie ist sehr gut. Ihr könnt mega gut Uphills damit fahren, Touren damit fahren. Und bergab läuft es wirklich gut. Hammer. Also dann muss ich sagen, halten die Lager bis jetzt überraschend gut. Mir hat jemand geschrieben bei YouTube, dass man sich einen Satz Lager holen sollte, wenn man das Fahrrad kauft. Aber muss ich jetzt sagen, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Bis jetzt hält alles und ist auch wirklich leise und knarzt nichts. Dann, wie gesagt, laufruhig und agil ist dieses Fahrrad. Dann die Motorenleistung, 625er Akku ist mit drin. Damit kommt ihr locker 50 Kilometer, mindestens, ja. Dann muss ich sagen, ich muss die Bremse loben. Die MT5 E-Bike-Bremse ist doch besser, als ich gedacht hätte. Hält jetzt ewig. Ich musste die noch immer die Backen tauschen. Und die Scheiben, ja, da ist noch alles cool, alles tippitoppi. Kommen wir jetzt zu den Kontras. Punkt Nummer 1 ist die Felgen natürlich. Die habe ich direkt nach der ersten Ausfahrt schon runtergeschmissen. Die Felgen gingen gar nicht. Die Mäntel, ja, die Mäntel sind jetzt von Schwalbe. Wenn jetzt die etwas günstigeren, fahr lieber Maxxis, aber ist auch wieder eine Geschmackssache. Die Motorabdeckung vom Fahrrad, ja, die klappert. Also die hat direkt geklappert, beim Auspacken habe ich fixiert. Wie gesagt, mir wurde gesagt von Conway, dass da ein Conway-Händler hier noch was machen kann. Mir ist auch egal gewesen, ich habe es mit Band fixiert und fertig. Dann die mitgelieferten Griffe, Vorbau, Lenker. Ja, ist alles nicht so wertig. So, dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. Auf jeden Fall würde ich mich über Abo, Like und einen Kommentar freuen, wenn ihr Fragen habt natürlich. Außerdem wird sich das Ganze lohnen, denn es wird noch einiges passieren dieses Jahr auf dem Kanal. Ich habe heute, ja, 4 Stunden lang war ich in Bad Kreuznach gewesen und habe mit den Leuten von OK Move gesprochen, da sind die. Und die Jungs, ja, mit denen werde ich dieses Jahr ein bisschen zusammenarbeiten und wir werden das ein oder andere Bike euch vorstellen und ja, ich darf natürlich meine Erfahrungsberichte euch mitteilen, wie mir die Fahrräder gefallen, wie die sich fahren. Da bin ich sehr gespannt drauf, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht und erstmal schon vielen Dank und merci für den Support und dann sehen wir uns das nächste Mal. Einschalten, abonnieren und Like nicht vergessen. Ciao. We'll be right back.